Macht langsam, genau. Ein neues Fragment. Und neue Handschuhe. Die nehmen wir mit. Ah, die Schuhe lohnen sich jetzt nicht wirklich. Söldner. Ach, hier war einer, den wir entdeckt haben. Hier war eine Information mehr. Eine Schwächung der Obsidianinseln wird Sokos in eine Seeschlacht hineinziehen. Wo sind denn die See? Obsidianinseln. Wenn ich es richtig gelesen habe. War doch so, oder? Obsidian ist. Naja, dann später vielleicht. Was ist das hier eigentlich? Immer noch die vergessene Insel, wo hier eine Tür war, wo wir nicht durch konnten. Die sich mittlerweile geöffnet hat. Guck später nochmal danach. Es wird auf jeden Fall noch hier interessant. So. Ich würde sagen, dann machen wir hier mal. Sonst ist ja hier nichts erstmal, oder? Dann können wir ruhig erstmal hier weitermachen. Schnelle Reise. Wir müssen die eine noch abliefern, die bei uns auf dem Schiff ist. Das darf ich auch nicht vergessen. Aber je später wir sie abliefern, desto länger bleibt die als Matrose auf unserem Schiff. Ist ja auch gut. Heiligtum des Asklepios. Ich bin nicht dein Feind. Wer hast du das jetzt gesagt? Neuer Morgen. Konnte ich bei dem ein Attentat machen? Achso, bei dem. Bitte helft unserer Tochter. Die gleiche. Möge Asklepios ihr weiteres Leid ersparen. Wird sie leben? Nicht, wenn die Götter unsere Gebete nicht erhören. In letzter Zeit kommen viele Kranke aus Athen in die Argolis und nur wenige gehen wieder. Das arme Mädchen leidet an derselben Krankheit. Kann ich irgendwas tun, um zu helfen? Man hat mich vor dem Adlermann gewarnt. Er will nichts außer Drachmen für Blut, sagt man. Wir verschwenden Zeit, Priester. Wir können über meine Wünsche sprechen, wenn es dem kranken Mädchen wieder besser geht. Ihre Krankheit scheint unheilbar und sie breitet sich aus. Unsere Opfergaben konnten die Götter nicht erweichen. Schweine, Ziegen, alles stieß auf taube Ohren. Wir brauchen ein Biest, dessen Blut die Flammen für Asklepios entfachen wird. Und was schwebt euch vor? Es gibt Gerüchte über einen Stier mit einer Haut, weiß wie Schnee. Er streift am Rande des Heiligtums umher. Geh nach Westen in Richtung Küste. Bring ihn mir lebend und ich bringe den Göttern ein Opfer dar, das sie nicht ignorieren können. Es berührt mich, dass du helfen willst. Aber ich weiß, weshalb du hier bist. Krysis ließ alle Priester schwören, dem Adlermann keine Informationen preiszugeben. Sonst ist unser Leben verwirkt. Doch ich diene den Göttern und Kranken. Mein Schwur gilt ihnen. Papsche. Das Gebiet ist groß. Könntet ihr mir genaueres über den Aufenthaltsort des Stiers sagen? Zuletzt wurde er auf dem Berg Kynortion nahe der Ruinen von Asine gesehen. Ah, ja. Wenn ihr ihm am Ende doch die Kehle durchtrennt, wozu braucht ihr ihn lebend? Aber wir durchtrennen nicht einfach seine Kehle.
Zunächst übergießen wir seinen Kopf mit Wasser. Wenn er nickt, fahren wir fort. Götter, Sterbliche und Tiere, sie alle müssen aus freiem Willen am Opfer teilnehmen, sonst ist es unrein. Um so viele Menschen zu retten, brauchen wir das Blut, die Knochen und das Fett des Biestes. Okay. Erzähl mir etwas über Krüses. Alle scheinen sie zu fürchten. Wir brachten ihr alles bei, was wir über die Heilkunst wissen, über die Götter. Dann fand sie neue Lehrer, Menschen mit Masken. Sie haben sie verändert, ihr Herz verfinstert. Sie wurden ihre Götter. Ich finde den Stier für euch. Aber du darfst sie nicht wieder töten, ja? Muss mir versprechen. Dann machen wir mal ungefähr die Position des Stieres aus. Der heilige Stier ist in der Argolis. Okay, sind wir. Der Stier grast im nördlichen Teil des Berges Kynorsion. Kynorsion, was ist er denn? Da müssen wir auch noch was. Hier. Im nördlichen Teil, also da. Wenn wir da hin müssen. Oh, da bin ich gerade falsch gereist. Das war dumm. Dann müssen wir gleich kurz wieder zurückreisen. Das Rezept des Erfolgs. Ja, da müssen wir auch noch einige Gravuren finden. Ah. Das war nämlich der falsche Berg. Hier, da. Noch einmal zurück. Okay, G für eine andere Pfeilart. Haben wir denn überhaupt eine andere? Die kann man wahrscheinlich dann im Talentbaum freischalten. Das wird Sinn machen. Ich glaube, wir haben nur eine normale. Bleib bei mir, mein Freund. Punkt. Oh, tut mir leid. Mir wird ein Punkt angezeigt. Ist das der von gerade? Wer bist du denn? Aber wie Ella. Ich muss den ja betäuben. Das können wir ja. Aber wie schaffe ich den denn? Von da hinten im Dorf. Der weiße Stier. Bin ich zu spät? Weiß ich nicht, ich habe ihn noch nicht gesehen. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Haben wir schon erlegt, oder? Liegen tut er auf jeden Fall da. Er scheint nicht freiwillig gestorben zu sein.
Ich nehme sein Herz für das Opfer mit. Das muss reichen. Fühlt sich nicht sehr angenehm an. Kann ich mir vorstellen. Lass mich auch gerne hier wieder rauslassen. Kein Problem, hab mich gerne befreit. Naja, Sperrgebiet. Ich hoffe, dieses Herz reicht. Wenn Sie den ganzen Stier wollen, können Sie ihn selber holen. Wie lange liegt der da schon? Ach, das freue ich mich auch. Wieder Schnellreise-Action. Das ist halt einfach schneller. Dann müssen wir jetzt den ganzen Weg dahin laufen. Also sollte schneller gehen. Erfalle plus Fähigkeit. Komm, stolzes Wesen. Ob das Herz reicht. Hast du den weißen Stier? Ich konnte ihn nicht lebend fangen. Aber ich trage sein Herz bei mir. Das wird nicht reichen, um Asklepios zu besänftigen. Das Tier ist unfreiwillig gestorben und mit dem Herzen können wir nur für ein Leben beten. Bitte, Söldner, der weiße Stier gehörte mir. Meine Farm versorgt die halbe Argolis. Wenn ich sterbe, verhungern die Menschen. Ich flehe dich an. Mein Mann starb durch die Krankheit. Ich habe 2 kleine Kinder. Wer kümmert sich um sie, wenn ich sterbe? Ich habe Geld. Ich bezahle für deine Güte. Ist schon gut. Gib ihnen das Opfer. Das war dein Werk. Du entscheidest, wessen Gebet die Götter erreicht. Oh. Und jeder hätte es irgendwo verdient. Die reiche Frau. Ich weiß, wie es ist, klein und verlassen zu sein. Betet für das Mädchen. Das wirst du bereuen. Keine leichte Wahl, Söldner. Aber so sei es. Der Rest liegt in den Händen der Götter. Ich habe meinen Teil getan. Zu der Spartanerin. Ihr kennt sie? Ihr Besuch bei unserem Heiligtum ist legendär, doch leider war das vor meiner Zeit. Der Mann, den du suchst, ist Midon, der ältere Priester. Er sprach oft von ihr, bevor er sich die Zunge herausschnitt. Die Zunge? Wenn er keine Kranken heilt, findest du ihn im Gästehaus. Er lässt sich dort häufig von den Bediensteten umsorgen. Danke. Das werde ich euch nicht vergessen. Und diese Menschen werden es dir nicht vergessen. Jedem recht machen kann man es halt nicht. Wir haben ursprünglich gesagt, dass wir das für das Mädchen machen und ich finde, dann sollten wir das auch geben. Und wir haben genug Drachmen, deshalb wollte ich jetzt nicht von der allen das annehmen. Einen Schritt näher und du bist tot. Ich verstecke mich lieber. Frage müde nach dem ältesten Mädchen. So. Kommen wir da rein. Ohne dass wir jetzt gleich hier den Kampf lostreten müssen. Das ist ein Sperrgebiet. Anscheinend kommen wir da nicht rein, ohne dass wir Leute
ein bisschen aufmischen. Sich trotzdem mehr Tatschaden. Das sieht man. Da stimmt was nicht. Vielleicht. Der wird sich gleich wundern, oh, da liegt ja eine Waffe auf dem Boden. Und dann stellt sich einfach nur dahin. Jetzt was da. Wenn er nicht mehr da ist, ne, dann können wir auch keine Probleme mehr. Ach komm, egal. Ich weiß sowieso, dass wir uns gleich wieder rauskämpfen müssen. Die sind tot. Und ihr seid sicher Midon. Er spricht nicht. Das habe ich gehört. Ich will herausfinden, warum. Krösus hat ihm das angetan. Ah. Ich dachte, er schnitt sie sich selbst heraus. Um seine Loyalität zu beweisen. Und was hätte Krösus davon, wenn sich ein älterer Priester die Zunge herausschneidet? Midon ist ein fürsorglicher, großzügiger Mann. Ich will Antworten von ihm, nicht von dir. Erzählt mir von der Spartanerin und dem Säugling. Er kann nur mit Ja oder Nein antworten. War es ihr Säugling? Man sagt, sie hatte einen Säugling dabei. War es ihr Kind? Das Kind war dem Tode nah, als sie hier ankam. Midon betete für sein Leben. Okay. Ihr habt das Kind gerettet? Nein. Nicht? Er tat, was in seiner Macht stand, doch das Kind war schwer verletzt. Sagte die Frau, wohin sie gehen wollte? Nein. Schade. Teilen alle Priester des Heiligtums ihr Bett mit Dienern? Ich bin nicht seine Dienerin. Uns verbindet ein heiliges Band. Heilig? Sicher. Die Spartanerin. War ihr Name Myrine? Gut. Ich weiß, warum ich... Ich weiß, warum Krösus euch dazu brachte, euch die Zunge rauszuschneiden. In der Nacht, in der meine Martha mit meiner Schwester herkam, hielten die Priester und ihr sie für tot. Krösus wollte nicht, dass ihr das ausplaudert. Es war ganz anders! Was weißt du schon? Du warst doch gar nicht dabei. Er erzählte mir die Geschichte viele Male, bevor die Hexe seine Stimme raubte. Er versuchte, das Kind zu retten. Er tat, was er konnte. Blick. Ich glaube euch nicht. Tot? Wie kann mein Kind tot sein? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du hattest Glück, dass sie so lange überlebt hat. Dieser Sturz war verheerend. Mein Kind! Hör zu, wir können hier nichts mehr für dich tun. Mach dich wieder auf den Weg. Gelobt sei Hera. Sie sind tot. Sie sind beide tot. Er weinte um die Spartanerin, so weit weg von ihrem Zuhause. Ihr Kind war schlimm zugerichtet. Und atmete nur schwach.
Sag mir, was passiert ist. Sag das mir. Bitte. Ich muss es wissen. Nicht einmal Apollon hätte das Kind retten können. Medon erzählte mir von den Tränen der Spartanerin. Sie hielt das Mädchen im Arm, sang ihr vor, bevor sie sie den Göttern übergab. Chryses nahm das Kind an sich, nicht wahr? Und ihr durftet nicht mehr reden, um es geheim zu halten. Wo ist Chryses? Es gibt einen Altar, zu dem die Menschen ihre kranken Kinder bringen. Dorthin brachte sie das Kind. Du findest ihn nahe der Statue des Apollon Maleatas und Chryses ebenso. Die Menschen suchen in diesem Heiligtum nach Heilung. Doch ich finde hier nur Sterbende ohne Hoffnung, Priester ohne Zungen und Kinder, die einer Verrückten überlassen werden. Meine Mutter war eine Närrin, euch zu vertrauen. Ich werde Chryses finden und sie wird teuer für ihre Taten bezahlen. Ruhig, mein Kind. Möge Hera unsere heilige Familie segnen. Ja, das dachte ich mir, dass die auch zum Kult gehört. Was wir nicht erfahren haben, ist sie denn da, Chryses? Wenn ich meine Martha finden will, ist Chryses der Schlüssel. Ich muss diesen Altar des Apollon Maleatas finden. In Altar von irgendwem an. Essen. Wollen wir uns was nehmen? Ich glaube, wir sollten jetzt noch nicht da durchgehen. Ja, mal kurz gucken, wo der Altar sich befinden soll. Südlich des Tals der Träume. Haben wir da was bekommen? So, Karte. Der Argolös, bla bla. Südlichsten Teil des Tals der Träume sind wir also im südlichsten Teil, ne? Südöstlichen Teil, also da. Oder? Ja, eher da. Ja, ah, südöstlich. Solange du jetzt nicht gleich durchs Fenster kommst, bin ich sicher.